Ja, grüezi. Wie sind denn eure Schalteröffnungszeiten? Wie ist denn das Vorgehen beim Kantonswechsel? Grüezi. Ich brauche eine neue Plakette. Ich möchte gerne meine Theorieprüfung verschieben. Herzlich willkommen beim Straßenverkehrsamt des Kantons Aargau. Dem viertgrößten Schweizer Kanton und einer der stärksten Wirtschaftsregionen der Schweiz. Mit knapp 700.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und rund 45.000 Unternehmen. Im Straßenverkehrsamt Aargau kümmern sich jährlich gut 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Verkehrszulassungen, Technik, Verwaltung und Finanzen. Sie sind verantwortlich für rund 230.000 Fahrzeugausweise, 65.000 Lernfahr- und Führerausweise, 110.000 Fahrzeugprüfungen und 15.000 Führerprüfungen. So klingelt das Telefon beim Straßenverkehrsamt gut 330.000 Mal im Jahr. Mit Fragen nach Schalteröffnungszeiten, zum Einlösen von Fahrzeugen oder zum Umgang mit verlorenen Kontrollschildern. Es wird ja heute alles immer schneller, dank moderner Technik. Und das erwartet natürlich auch jeder, der bei uns anruft. Das gilt für eine kurze Auskunft, genauso wie für ein dringendes Anliegen zum Fahrzeug oder zur Rechnung. Die Kundinnen und Kunden erwarten einfach, immer jemanden zu erreichen. Und das schnell. Um unsere Kundschaft noch besser zu unterstützen und ihre Anfragen effizienter zu behandeln, haben wir deshalb nach neuen Wegen gesucht und gefunden. Seit 2021 haben wir eine neue Mitarbeiterin, Vicky. Vicky ist ein Voicebot, der von Speech und Adnovum programmiert und implementiert wurde. Voice steht für Stimme und Bot für Roboter. Vicky wird bei Anrufen unter der Hauptnummer des Straßenverkehrsamtes zugeschaltet. Sobald sich jemand in der Warteschleife befindet und zustimmt, mit dir zu sprechen, statt zu warten. Bitte stellen Sie Ihre Frage jetzt. Und das Schöne ist, der Voicebot Vicky arbeitet auch außerhalb unserer Öffnungszeiten. Tests zeigen, dass rund 20% der Anrufenden unseren Voicebot schon nutzen. Ich kann viele Ihrer Fragen verstehen und direkt beantworten. Dazu lernt sie die Sprache und Fragen unserer Kunden immer weiter. Ich brauche eine neue Plakette, ist für sie genauso verständlich wie Hochdeutsch mit Akzent. Mittlerweile kann Vicky bereits 25 Fragen in Hochdeutsch und Dialekt beantworten. Und wenn Vicky per Smartphone angerufen wird, schickt sie sofort die entsprechenden Links zur Anfrage per SMS nach. Voicebot Vicky entlastet das Backoffice vom Straßenverkehrsamt Aargau um bis zu 40% von wiederkehrenden Anfragen. Das lässt mehr Zeit für komplexe Anfragen und reduziert die Über- und Unterbelastung. Gleichzeitig können Auskunftssuchende Informationen rund um die Uhr erhalten und ihre Wartezeit verkürzen. Das sorgt für zufriedene Kunden. Und die Investition in den Voicebot? Die hat sich spätestens nach 1,5 bis 3 Jahren amortisiert. Speech hat vom ersten Augenblick unsere Bedürfnisse erkannt, verstanden und umgesetzt. Und mit Adnovum als Implementierungspartner waren wir jederzeit sicher, dass das Projekt fristgerecht und einwandfrei über die Bühne geht. Das Straßenverkehrsamt Aargau leistet echte Pionierarbeit für seine Schweizer Bürgerinnen und Bürger. Mit einem innovativen und kundenorientierten Sprachsystem, das dank der künstlichen Intelligenz ständig dazulernt und besser wird.